Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Soul. Ne, nicht Soul Silver. Wir spielen ja Platin. Ja, das ist schon so standardisiert, dass ich es fast schon wieder sagen wollte. Mit mir, dem guten Erzi, und es wurden uns neue Tipps gegeben. Und zwar wurde mir gesagt, können wir noch ein Pokémon hier am See der Wahrheit fangen? Und das werden wir eigentlich direkt mal machen. Wäre ja doof, wenn wir das einfach auslassen würden. So, und wir haben ein Elevoltech. Hier sitzt schon mal Elektro-Pokémon. Das passt schon mal ganz gut. Weil ein Elektro-Pokémon haben wir logischerweise noch nicht. Das ist Level 4. Zack. Das sollte jetzt... Oh Gott. Heilige Scheiße. Ja, hat keine Wirkung auf Stummi. Das ist schon mal sehr gut. Und ich hoffe, wir werden es jetzt direkt fangen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe ein bisschen offline trainiert. Und zwar habe ich Stormy und das gute Wolli auf Level 6 gebracht. Schleimock habe ich jetzt, oder Schleimi habe ich jetzt nicht trainiert. Und unser Starter-Pokémon ist auf Level 13 hochgestiegen. So. Ja, das greift mal an. Alter, 6 Schaden direkt. Evoltech ist vielleicht gar nicht schlecht. Doch, das ist ein gutes Pokémon. Oh, wenn ich es fangen würde. So. Ja, Silberblick interessiert mich nicht. Wir haben eigentlich bis jetzt ein relativ starkes Team. Evoltech wird es eigentlich sehr gut verstecken. Da sollten wir eigentlich relativ gut durchkommen. So, wir haben es gefangen. Sehr gut. Ich habe mir natürlich in der Zwischenzeit noch keinen Namen überlegt, deswegen muss ich das jetzt fix machen. Während ich überlege und überlege. Wie wird sein Gegner mit seinem Bein Schweißschwitzen und erlebt da starke Elektrizität? Sieht so pelzig aus, ne? Wir nennen es... Es ist sogar weiblich. Nee, nenn es Pelz. 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 Pelzmo. Hört sich ultimativ scheiße an. Egal. Das ist Pelzmo. So. Damit haben wir jetzt einen Elevoltech. Ach, wir wollten ja nochmal gucken. Es trägt kein Item bei sich. Da, Wolli und Stummi Level 6, Pingu Level 13 und Schleimi ist noch Level 5. So. Jetzt müssen wir fix dorthin laufen. Kein Kampf, kein Kampf, kein Kampf. Oh. Gib mir Schutz, Spiel. Plaudergeil. Na gut, das haben wir nicht bekommen. Sondern unser gutes Wolli. So, dann konnten wir noch, ich glaube bei dem hier links war es, einen Trank abstauben. Genau. Ja, wir wissen, was das bringt, aber er gibt uns einen Trank. Sehr schön. So. Ich finde das ganz gut, wie wir das gelöst haben, dass ihr in die Kommentare schreibt, was ich vergessen habe. Das dann eventuell nachholen, bevor ich hier mit jedem Einzelnen schnacke. Und das einfach drei Viertel des LPs in Anspruch nimmt. Dann können wir das lieber nachholen, wenn es denn was bringt. Zum Beispiel das Pokémon holen oder der Trank war halt jetzt auf dem Weg, dann kann man sich das gleich mal gönnen. Sonst kann ich einzelne Sachen, wie zum Beispiel den Trank, hätte ich sonst vielleicht während der Nichtaufnahme gemacht. Oh, ein Butterlander. Level 2. Gefährlich. So, ja, es senkt den Angriff mit Bedroher. Ach komm. Warum? Spiel. Ein gutes Latias. So. Jetzt komme ich, will hier nicht. Bitte jetzt nicht noch einen Kampf. Danke. So. Jetzt noch einmal fix ins Pokémon Center. Einfach schon wieder die ersten 5 Minuten rum. Geht immer so schnell, ey. Man kommt irgendwie zu gar nichts gefühlt.
Weiß nicht, ob euch das auch so vorkommt, aber es ist echt schlimm teilweise an manchen Stellen. So. Das Elivoltech ist weiblich. Und es ist Solo. Hört Initiative nach einer Elektroattacke. Na, das ist ja gut. Ach, jetzt weiß ich gar nicht, was für Attacken kann. Es kann Donnerschock, Fußkick und Rückzug-Hip und Silberblick. Ist eigentlich gar kein schlechtes Movement für den Anfang. Doch, damit können wir arbeiten. So. Jetzt wurde mir gesagt, wenn wir links gehen. Beim Übergang kriegen wir einen Angel. Nein, oh Gott, ich will nicht, wie du mir das erklärst. Lass mich in Ruhe. So. Dann könnte man rein theoretisch gleich hier auch ein Pokémon fangen. Und hier ist ein Item. Blendpuder. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was wir hier uns fangen können. Wenn ich die Angel finde, da ist die Angel. Dum, 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 dum. Ach komm. Sehr gut. Und dann schauen wir mal, was wir uns gönnen können. Es ist ein... Oh, geil. Finonto. Ein Eis-Pokémon, gar nicht schlecht. Donnerschock. Machen nicht sonderlich viel Schaden. Es macht 5. Gucken wir mal, wie viel Fußkick macht. Ich glaube, wir haben gerade das Finunter getötet. Nice. Immerhin Level 5. Hat sich gelohnt hier. Ups. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber ich wusste schon, dass Fußkick sehr effektiv war, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so viel Schaden macht, dass das Ding halt einfach instant umkippt. So. Ich habe vergessen, welches Item wir übrigens eingesammelt haben. Ich war so auf die Angel fixiert, dass ich das ehrlich gesagt vergessen habe. Ich glaube, wir haben Blendpuder eingesammelt. Ein Item, das... Guck mal, das zeigt die Genauigkeit des Gegners. Das ist gar nicht schlecht, das geben wir mal. Jetzt können wir mal das Spell zu geben. So. Gute 200... Oh Gott. Ich glaube, hier können wir erwarten wir jetzt einen Kampf. Den habe ich vollkommen vergessen, den guten hier, ne? So. Das war gerade mein Kater. Militai. So. Dann der gute Fußkick. Es setzt Geduld ein. Oh. Vergiss es, wir sind noch nicht am... Ja, ich habe erst einen Angriff gemacht und die kaum KP abgezogen. Dann war immer nicht rum. Dann schicken wir lieber direkt Pingo in den Kampf. Und das Meditai ist Level 7. Autsch. 6 Schaden sind ja nicht so viel dafür, dass 3 Runden fast nichts gemacht hat. Und wir jetzt zweimal hintereinander angreifen dürfen. Und es down geht. Pain zu erreicht Level 6, das ist gut. Und er schickt sein Hornlio in den Kampf. So. Dann gucken wir mal. Oh, ist Level 9, ey. Obwohl die was reißen kann. Initiative sinkt. Er setzt Fahnenschuss ein. Ja doch, wir machen genug Schaden. Das sollte Wolli eigentlich gut schaffen. So. Ja komm, einen Hit brauche ich noch.
Setzt deinen Trank ein? Ne, tut er nicht. Okay. Giftstachel. Ja, es war so klar einfach nur. Wie immer. Man ist direkt vergiftet. Aber wir haben aber Jannik besiegt. Wir kriegen 900 Pokédollar. Haben ihm das abgeknöpft. So. Erzling, das ist der erste Arena-Leiter. Was mir aufgefallen ist. Das Gift hielt nicht an. Na gut. Hier soll noch, angeblich noch ein Item drin sein. Bei der alten Dame? War das da? Nee. Oh. Da war das. Ich habe die Flinklaue erhalten. Sehr gut. Das erhöht die Chance, den Erstschlag zu machen. Das ist auch gleich ein Item, welches wir geben können. Und zwar unserem guten Pingu. So. Dann gucke ich kurz auf meinen Schauzettel und wir haben alles, glaube ich, abgearbeitet. Ne, wir können noch. Wir haben noch zwei Kämpfe in der Trainerschule. Und zwar die Brillenschlange. Das ist der hier. Und die rechts daneben, glaube ich, mit dem blauen Kleid. Was hat er? Er hat ein Pampiro. Oh. Ja gut, Level 6. Dann setzen wir unser dann setzen wir unser Fußkick ein. Setzt nochmal Fußkick ein. Er setzt Katze ein. Mal sehen, wie viel Schaden das macht. 6, okay, sollen wir aushalten. Selbst mit einem Volltreffer werden wir das überleben. Oh. Ah, doch. Und zack. So. Das war kein so schwerer Kampf. Pelzmo müsste jetzt Level 7 gehen. Tut er auch. Oder sie. Sehr schön. So. Halbes Level von Level 7. Gut. Ich wechsle einmal. Weil Pelzmo nicht mehr so viel Leben hat. Jo, kämpfen wir gegeneinander. Zeig mir, was du drauf hast, du süße Lady. Ach, liebe Hildra. Na gut, kann ich auch, Kollege. Kollegin. Ist jetzt Sand, wir setzen Finte ein, mal schauen. Wie viel Schaden das macht, es geht so. Ah, diese Sandwirbel-Taktik einfach nur. Niemand mag Sandwirbel. Es zögert immer den Kampf so heraus. Aber vielleicht haben wir Glück und treffen einfach viermal hintereinander. Au. Ach, Ultraschall macht ja 20 Schaden auf jeden Fall. Könnte sein, dass ich dies vergessen habe. Aber nur eventuell. Nur eventuell, meine Freunde. Ah, jetzt kommt ein Trank, okay. Das war der Flink-Clown-Effekt. Das ist jetzt schlecht gerade für uns. Das gefällt mir alles nicht. So, kurze Unterbrechung und jetzt geht es schon wieder weiter. Den Pokéball will ich nicht werfen. Muss einen Trank einsetzen. Ich hätte es so einfach besiegen können, ne? Und dann. Boah, das riecht mich jetzt schon wieder auf. Och nee, das ist jetzt nicht euer Ernst hier. Ach, gefällt mir alles nicht. Warum habe ich das getan? Ich glaube, wir müssen ein Pokémon aufgeben und ich glaube, es wird unser Schleimy sein. Wer
Jetzt setzt er natürlich was anderes ein, ne? Ach, sehr effektiv. Scheiße, jetzt ist auch noch ein Volltreffer. Gut. Damit haben wir ein Pokémon weniger. Wir haben auch kein... Ich hasse dieses Spiel einfach manchmal. Sehr schön. War alles perfekt geplant. Sturmwerk Level 7, sehr schön. Und Level 8. Gut, wir haben unser Schleimi verloren. Aber wir hätten, glaube ich, jetzt eh eins opfern müssen aufgrund meiner Unfähigkeit. Er hat sich ein tolles Item. Alles klar, gib mir etwas. Wow. Hat sich richtig gelohnt. Dumme Hure. Hat sich richtig gelohnt. So. Nee, lass mich in Ruhe. Warum? So. Nee, das wollte ich nicht. Wir müssen jetzt erstmal von Schleimi das Item nehmen. Und legen es jetzt ab. So. Na gut. Haben wir es verloren. Ärgerlich, meine eigene Dummheit wieder. Wie immer. So. Jetzt können wir nach. Jetzt laufen wir rechts rum. Wir haben ja gerade unseren Rivalen besiegt. Und hier können wir auch noch ein Pokémon fangen. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Es ist ein Togetic. Jetzt ehrlich gesagt nicht das, wovon ich nachts träume. Überlebt es die vierte, ja. Aber es hat Metronom. Mit Metronom kann es ja immer lustig sein. So. Zack. Und da dürften wir es gefangen haben. Um sein Glück mit anderen zu teilen, fliegt es um die Welt auf der Suche nach gutherzigen Menschen. Das Ding kann fliegen? Na gut. Wir nennen es... Lucky... Lucky. Wollte ich ein Metronom hinschreiben, aber geht nicht. Lucky. Me. Ne, Metron geht nicht. Boah, diese Musik. Wir nennen es einfach Lucky, so. Wunderbarer Name, alles klar. Dann schauen wir mal, was der mit uns vorhat, was für Pokémon er hat. Dann werden wir den Pokéball rechts holen und dann werden wir den Part für heute auch beenden. Hat einen Volteball. Na gut. Lässt jetzt Tackle ein. Kein Problem, zwei Schaden. Wir haben Ultraschall. Und das ist fast down. Ladevorgang bringt dir jetzt auch nichts mehr, Kollege. Ja, Spezialverteidigung steigt. Okay. Und da sind wir Level 9.
Fast Level 10. Nach dem Pokémon müssen wir Level 10 sein. Magnetilo. Auch halb so wild. Und das geht instant down. Sehr schön. Und da sind wir Level 10. Sehr nice. Sturmikötti 1 ist, glaube ich, unser bestes Pokémon, würde ich sagen. Aufgrund auch von Ultraschall. Und wir haben eine Beere gefunden. Ja gut, damit beende ich den Part für heute. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, wenn ich was übersehen habe, was ich vielleicht im nächsten Part noch finden sollte. So viel haben wir eigentlich diesen Part gar nicht gemacht. Und ansonsten sehen wir uns morgen. Haut rein. Tschüss.